vorher ganz, ganz laut pupsen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Laxander von Fototrainer.com und ihr seid hier in unserem Livestream-Format. Dienstagsabends, 19 Uhr, sprechen wir ja über die unterschiedlichsten Produkte und heute geht es natürlich um Objektive. Aber bevor ich mit dem eigentlichen Thema anfange, nämlich um 35mm Objektive geht es ja heute, möchte ich gerne zwei andere Sachen machen. Das eine habt ihr vielleicht mitbekommen, gerade vor ja, ziemlich genau 3 Stunden hat Sony ein neues Objektiv vorgestellt. Und zwar das hier. Das ist das brandneue 12-24 2.8G Master für die Sony Alpha 7 Kameras. Und ja, guckt mal, das habe ich hier schon. Und ich war damit auch schon fotografieren. Und der Grund, warum ich das heute nenne im 35mm Livestream, ist ganz einfach. Wir haben uns gedacht, wenn wir schon so ein brandneues Objektiv haben, was es noch nicht zu kaufen gibt, dann wollen wir euch die Möglichkeit geben, das hier mal mit live zu erleben. Also es wird morgen den Live-Talk geben. Ihr könnt alle Fragen stellen. Wir starten also ausnahmsweise morgen am Mittwoch um 19 Uhr den Talk zu diesem Objektiv. Und ich habe da natürlich noch viel mehr Sachen mit an Bord. Also das 12-24, Blende 4, das 16-35 und so weiter. Also wenn ihr Zeit habt morgen, schaut euch das auf jeden Fall an. Und vor allem schreibt mir eure Fragen. Und da komme ich auch zu meiner ersten Frage. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören. Bitte schreibt mir das mal unten in den Chat und schreibt auch gerne, wo ihr herkommt. Dann kann ich das immer so ein bisschen einordnen. Ist ja für mich auch immer ganz interessant. Ups, sorry. Und ja, wenn ich jetzt sehe, dass die Ersten mich gut hören können, dann mache ich direkt mit dem nächsten Thema weiter. Also schreibt mal bitte fleißig in den Chat, damit wir ausschließen können, dass es hier technische Probleme gibt. Bei mir geht eigentlich alles ordentlich raus und auch YouTube sagt, es ist noch alles safe. Ja? Sound ist gut, das freut mich. Sehr gut. Okay, wenn wir heute keine technischen Probleme haben, pünktlich sind, dann habt ihr vielleicht schon eine Änderung festgestellt. Ich hatte ja angekündigt mit dem Stefan Gericke, mit meinem Kollegen, mit dem ich normalerweise den Live-Talk über Objektive mache, dass wir heute über 35mm Objektive sprechen. Jetzt hat der Stefan am Wochenende einen wichtigen Job bekommen. Das heißt, er ist heute in den Niederlanden, er ist also nicht in Berlin, sondern er musste leider arbeiten und hat mir dann ganz kurzfristig den Livestream abgesagt. Das soll aber für uns kein Hinderungsgrund sein, weil ich habe mir einfach einen neuen Gast eingeladen, und zwar meinen Trainerkollegen, den Merlin Ulrich. Der war früher bei uns im Trainerteam, ist inzwischen bei Sony, und dem darf ich übrigens auch, habe ich auch übrigens zu verdanken, dass wir hier das 12-24 schon ausprobieren könnten. Hallo Merlin, du sitzt auch in Berlin. Selbstverständlich. Also du musst es ja in Berlin durch einen anderen ersetzen, sonst hätte das ja gar nicht funktioniert. Ja, ich freue mich, mit dabei zu sein und ein bisschen was über 35er zu quatschen, weil es mit einem meiner Lieblingsbrennweiten ist. Genau darauf wollte ich hinaus. Ne? Der Stefan ist ja nicht so der 35er-Typ, der ist ja eher so 24 und kürzer. Ich bin ja eher so der 35mm-Typ und bei dir weiß ich, du bist es auch. Also du bist ein, ja, ein sehr guter Ersatz für den Stefan. Der wird übrigens morgen auch wieder dabei sein. Ne? Also wenn euch das interessiert morgen, dann schaut rein. Dann ist auch der Stefan wieder mit an Bord und du wirst wahrscheinlich auch dabei sein. Schauen wir einfach mal. Wenn wir schon mit 35mm starten, dann würde ich dich mal ganz klar fragen, wenn du die Brennweite ja magst, was wäre denn das Objektiv, was du am liebsten ausprobieren würdest? Wenn du jetzt nur eins dir aussuchen könntest, was wäre der Moment so dein Fokus? Wo würdest du sagen, da möchte ich gerne testen? Ja, bei 35ern gibt es ja eine riesige Auswahl und da sich auf eins zu beschränken, finde ich extrem schwierig, weil ich 35er eigentlich in zwei verschiedenen Richtungen benutze. Das eine ist, ich fotografiere sehr gerne mit 35, wenn ich mir Zeit lassen kann zum Fotografieren. Mhm. Da bin ich dann auch tatsächlich ein großer Freund des manuell fokussierten 35ers, welche Richtung auch immer es sein mag. Und auf der anderen Seite nutze ich 35er auch extrem gerne in Situationen, wo ich wenig Zeit habe. Vor allen Dingen halt, wenn ich zum Beispiel Hochzeiten fotografiere, ist 35er einfach eine Brennweite, wo ich immer wieder weiß, da kann ich drauf bauen. Da werden die Bilder einfach mit am besten. Das ist einfach eine Brennweite, mit der ich dann sehr gut klarkomme. Und dann kann ich natürlich da nicht, also es ist sehr schwierig dann mit manuellem Fokus aufzulaufen. Deswegen okay. Ist so die einsame Insel 35mm echt eine schwierige Kiste. Weil, okay, dann machen wir es einfach, dann such zwei aus. Was ist dein manuell Fokus und was ist dein Autofokus 35er? Dankeschön. Mein manuell Fokus 35er, was ich super gerne mal ausprobieren würde, ist das neue Vogtländer 35 1.2 SE, das Still Edition.
weil es für ein 1,2er ein fantastisch kompaktes Objektiv ist, weil ich weiß, dass Vogtländer echt super interessante Objektive mit einem super tollen Look bauen kann. Und weil man, wenn man ein bisschen was Zeit hat, mit einem 1,2 bei 35 mm und der Freistellung, die das möglich macht, wirklich sehr, sehr interessante atmosphärische Bilder schaffen kann. Autofokus. Wenn wir jetzt daran denken, dass es auch ein bisschen Richtung Workhorse geht, habe ich lange, lange, lange das 35 1,4 Zeiss viel benutzt, würde jetzt aber tatsächlich fast das 1,8er nehmen, weil das durch die kompakte Größe, dadurch, dass man es dann mit dem geringen Gewicht auch nochmal etwas länger wirklich gut einsetzen kann, ohne dass es einem zur Last fällt oder sowas, finde ich es einfach fantastisch vielseitig. Es ist schnell, es ist scharf, es ist unauffällig. Steckt eigentlich alles ab und das Ja, Ganze ist dazu so. kann ich ja eine ganze Menge sagen. Ich hab ja die unterschiedlichen 35er getestet und wenn euch das Thema interessiert, ich habe hier im Kanal ja Videos gelauncht zur Alpha 7R4 mit dem Thema Auflösung von Objektiven. Und da war einmal günstige Objektive dabei, da waren die High-End G-Master Objektive dabei, da waren die 50 mm Objektive dabei und unter anderem eben auch ganz viele 35er, weil ich einfach diese Brennweite so gerne mag. Und da könnt ihr euch die Originalbilder downloaden. Das heißt, guckt euch einfach das Video an. Da findet ihr dann in der Beschreibung den Link und könnt einfach nochmal gucken. Und da war dabei das 35 1,4, das 35 1,8, die beiden Samyangs, die beiden Autofokus-Samyangs und es war dabei das Loxia. Die Sigmas waren nicht dabei, weil ich die zu dem Zeitpunkt nicht hatte, aber über die werden wir natürlich heute auch sprechen. Nur damit ihr so ein kleines bisschen schon Überblick habt. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es bitte in den Chat. Wir werden das in so kleinen Etappen immer beantworten. Ich würde ganz gerne die Vogtländer-Objektive nochmal aufgreifen, weil ich hatte ja bis letzte Woche drei Vogtländer-Objektive hier. Das 21 mm 1,4, das 50 mm Apo-Lantar, das ganz neue, das 2,0er und das 65er Makro. Und ganz ehrlich, das 21er ist nicht so meine Brennweite. Also da bin ich nicht so gut mit klargekommen, was einfach daran liegt, dass ich nicht so der Weitwinkeltyp bin. Aber das 50 mm und das 65er haben mich echt umgehauen. Und ich weiß, das 110er ist ähnlich gut. Also was die Schärfeleistung, den Kontrast angeht, bauen die schon richtig schöne Sachen. Leider manuell Fokus. Und jetzt kommt es dann wirklich ganz genau darauf an, was ihr braucht, ne? Wenn ihr Zeit habt, dann würde ich euch das mal empfehlen, das mal auszuprobieren, weil manuell fokussieren kann ja auch Spaß machen. Ich habe mich bei meiner Kaufentscheidung trotzdem dagegen entschlossen, weil ich halt öfters mal ein bisschen Street fotografiere und da mir der Autofokus dann schon immer relativ wichtig ist, muss ich sagen. Und bei Events so oder so, ne? Wenn du Hochzeiten fotografierst, hast du ja schön erklärt, ist das natürlich auch so. Okay, bei dem Vogtländer gibt es aber noch mehr, ne? Es gibt ja auch noch ein anderes, ein 1,4er. Hast du das mal Da, probiert? es gibt da einige Optionen von Vogtländern, wenn man auf diesen Brennweitenbereich auch steht. Du hast ja auch, wir können 35er ja auch ein bisschen weiter fassen und sagen, 40 ist ja eigentlich auch 35. Oder zumindest nah genug dran, dass es ja eine sehr ähnliche Bildwirkung hat und man es in vielen Bereichen auch dementsprechend einsetzen kann. Bei Vogtländer gibt es ja die beiden klassischen Rechnungen, die beiden Classics, 35 1,4 bzw. 40 1,4, jeweils als Single oder als Multicoated. Also da hast du ja da schon vier Optionen. Dann hast du die 1,2er, da kann man das VM, die älteren VMs vom Leica M-Mount adaptieren oder du kaufst dir halt die neueren, die direkt für E-Mount gerechnet sind. Da gibt es dann die Stills Edition, das SE, und es gibt das Non-SE, was dann eben auch für Video ganz interessant ist. Das auch beides, glaube ich, als 35 und als 40er. Also die sind da ja schon ziemlich gut unterwegs, was den Brennweitenbereich angeht. Ne? Da muss ich ganz ehrlich sagen, die Classic mag ich nicht so gerne. Also das sind ja die alten Rechnungen und die sind auf Film echt gut, aber ich glaube, dass sie von der Bildqualität mit den modernen Sachen nicht mithalten können. Also die neuen Objektive mag ich da persönlich lieber. Ich weiß, es geht auch immer ein bisschen Natürlich. Charme und um Look, aber da muss Genau. ich sagen, Ich den würde finde die ich jetzt auch. nicht so umwerfend gut, dass ich sagen würde, ich würde mir das deswegen kaufen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht aber auch, weil ich zu wenig damit gearbeitet habe. Da bin ich woanders. Also ich würde es mir dafür nicht anschaffen. Bei dem 1,2er, das würde ich wahrscheinlich probieren, weil es eine neue Rechnung ist. Aber die älteren Sachen, die sind eher nichts für mich jetzt. Also für mich, ne? Das kann bei euch anders sein. Nochmal, um das klarzustellen. Ja.
Ich würde da sagen, da ich ja für mich persönlich gesagt habe, ich brauche zwei 35er eigentlich, ne, um glücklich zu sein. Und die Autofokus-Option ist auch eigentlich immer die scharfe Option. Deswegen wäre es jetzt für die zweite, für die Manuell-Fokus-Option, für mich persönlich wäre Schärfe nicht das vorderste Kriterium. Also natürlich habe ich gerne ein Objektiv, was bei Offenblende scharf ist. Was du ja auch bei den klassischen Rechnungen im Zentrum hast. Aber sobald du das Zentrum verlässt, fallen die stark ab. Ne, da bin ich Genau. absolut bei dir. Bei Die den werden am Rand echt moderneren, die schwach. sollen da deutlich besser sein. Aber das wäre für mich da jetzt gar nicht so entscheidend. Und der Look von den Dingern ist wirklich sehr interessant. Und du hast natürlich auch gleichzeitig ein enorm kompaktes und auch sehr, sehr schön zu nutzendes Objektiv. Ne? Also da Aber geht es ja auch oft um den Prozess, sag ich mal, lass uns mal die als Leute ein Weg bisschen zum Ziel. einbinden. Was mich Absolut. halt brennend interessieren würde, ist, wie seht ihr das denn? Ist für euch da Schärfe wichtig oder ist euch der Look wichtiger? Was wäre da für euch ein wichtiges Kriterium? Also ich muss ganz ehrlich sagen, 35er Look ist schon gut, aber ich mag eben persönlich wirklich die Schärfe und den Kontrast schon sehr gerne. Also ich mag schon scharfe und kontrastreiche Bilder. Mit dem 35er, was ich jetzt hier besitze, ich habe 35 1,4, das habe ich mir vor ein paar Jahren gekauft. Da bin ich, was den Look angeht, auch ziemlich zufrieden. Also das macht ja schon einen sehr, sehr schönen, unscharfen Hintergrund. Und da würde ich jetzt sagen, wäre für mich kein großes Kriterium. Also ich würde da eher Richtung das neue Objektiv gehen. Aber okay. Gut, jetzt haben wir über die manuell Fokusobjektive gesprochen, also über die Vogtländer. Es gibt noch einen Samyang 35 1,4, was ja auch gnadenlos günstig ist, ne? Also bei den Vogtländer-Objektiven habe ich mir die Preise aufgeschrieben. Das neue 1,2er kostet 975 Euro und das 1,4er kostet 660 Euro. Also es ist schon nicht so günstig. Das Samyang kostet 350 Euro, ne? Also die Hälfte bzw. ein Drittel. Und da muss man ganz ehrlich sagen, für den Preis ist das definitiv eine gute Wahl. Ne? Also Kannst du mir zu dem 3514 was zum Thema Schärfe sagen? Denn die ersten Antworten gehen jetzt in die Richtung, dass doch der Fokus eher auf der Schärfe liegt, wenn man sich den ja, habe Wortwitz ich mal vermutet erlauben darf. übrigens, weil ich das auch in den Social Media Kanälen und Facebook und Co. immer verfolge. Das Samyang ist nicht schlecht. Also ich habe die Autofokus-Geschichten habe ich ja getestet, da erzähle ich auch gleich noch eine ganze Menge zu. Das 35 1,4 Manuell Fokus habe ich so ein bisschen außer Acht gelassen. Das habe ich zwar kurz benutzt, aber dazu kann ich nichts Genaues sagen. Was einfach daran liegt, dass zu dem Zeitpunkt das 35 1,4 schon da war mit Autofokus und ich dann natürlich das mit Autofokus probiert habe. Ne? Also das ist aber allerdings auch noch mal ungefähr 100 Euro teurer. Wobei ich persönlich sagen würde, ich würde das mit Autofokus kaufen, weil es einfach universeller ist als das Manuell Fokus. Ja, bei 100 Euro würde ich wirklich sagen, kauft das Autofokus. Ja. Aber trotzdem, wie gesagt, die Schärfe ist mir jetzt nicht extrem positiv, aber auch nicht extrem negativ aufgefallen. Und ich gucke ja bei solchen Objektiven dann immer und teste einmal so alles durch und guck mal, wie schlägt sich denn, wie fokussiert es denn und so weiter. Und mein Eindruck von den beiden 35ern mit Autofokus waren, die waren beide gut und ich habe das manuell genauso im Kopf. Also da habe ich jetzt keine andere Meinung zu im Prinzip. Ne? Ja, Okay, dann das Manuelle. haben wir noch was Manuelles? Ah ja, wir haben noch hier so ein ganz günstiges, das kenne ich jetzt aber nicht. Es gibt von Seven Artisans noch eins. Das ist super, super günstig, aber da muss ich gestehen, das habe ich noch nie in der Hand gehabt. Ist irgendwie 200 Euro knapp, ist ein 2-0er. Der Grund, warum ich das nicht in der Hand gehabt habe, ist, weil die auf Messen und Veranstaltungen, wo ich bin, in der Regel nicht da sind. Ne? Also es gibt immer mal einen Händler, der so eins hat, aber der hat das dann auch nicht in der Vitrine stehen, sondern irgendwo hinten eingepackt im Karton. Deswegen kann ich die meistens nicht probieren. Deswegen kann ich dazu wenig sagen. Hast du das schon mal probiert? Nein, das habe ich tatsächlich auch noch nicht in der Hand gehabt. 35-2-0, manuell Fokus. Ist es ja irgendwie mit am nächsten am Loxia oder so dran, wenn man sich jetzt nur die Specs anschaut. Aber das Seven Artisans habe ich auch selber noch nicht in der Hand gehabt. Ich gehe davon aus, dass es eine schöne Option ist, wenn man in den Brennweitenbereich reinschnuppern möchte und sicherlich auch einen interessanten Look bietet, was ja aber auch hier und da mal gerne als Ausrede genutzt wird für ein Objektiv, das jetzt vielleicht doch nicht so scharf ist.
dann ist es halt, hat es halt einen Look, ne? Ja, das ist ja leider wirklich so, ne? Dass man da sagen muss, das taugt auch immer, ja, es ist aber so schön. Und ich kenne das von meinem 90er Leica M, was ich ja lange Zeit für Porträts genutzt habe. Und da ist der Look wirklich schön. Ich habe es dann ja, muss ich vielleicht kurz erzählen. Also ich habe mir so ein Leica M-Objektiv gekauft, damals für meine NEX 7. Jetzt müsst ihr über mich wissen, meine Lieblingsbrennweite neben 35 ist 135 mm. Ich habe also ein kleines, leichtes Objektiv gesucht, damals für meine NEX 7. Und bin auf das Leica M 90 mm 2.0, auf das Summicron gestoßen. Und da konnte ich dann entscheiden, ob ich die Aspherical-Variante kaufe oder die etwas ältere Nicht-Aspherical. Ich habe mich dann, weil 4.700 € mir etwas zu viel waren, für die Nicht-Aspherical gebraucht entschieden. Und habe damit auch eine ganze Menge Fotos gemacht, fand das auch ganz okay. Es ist halt klein und leicht. Ich habe dann aber einen Fehler gemacht. Als das 8514G Master rauskam, das hier, ja, habe ich einmal das hier gegen das Leica getestet. Und ich habe das Leica dann abgeblendet von 2 auf 2,8 auf 4 auf 5,6. Und so bei 4, 5, 6 wurde das so einigermaßen scharf. Das Problem war, bei 5, 6 war es nicht so scharf wie das 8514 bei 1,4. Und das hat mich halt so geschockt, ja, dass dieses neue Objektiv da so viel besser ist, dass auch der positive Look nichts mehr retten konnte, weil der Look von dem Ding ist halt auch Bombe. Ja? Also das war so meine Erfahrung mit dem Thema alte Objektive oder meine persönlichste, ich sag mal, einschneidendste Erfahrung. Ja? Ich habe natürlich ein bisschen mehr Sachen noch gemacht, aber darüber kann ich ganz gut berichten, weil ich das hier unten auf der Terrasse selber probiert habe und dann auf dem Monitor dachte, das kann nicht sein. Ja? Okay, Ja, aber aber zurück zu den 35er. Ich habe schon wieder ein bisschen andere da Sachen kann man ja erzählt. sehr schön verallgemeinern und sagen, ja, neue Objektive sind immer schärfer. Und es ist auch sehr häufig so, ne, dass die Ja. neueren Optiken, wenn sie in einem ähnlichen, wenn sie vergleichbar sind, ne, von einem grundsätzlichen Standpunkt her, dass dann meistens die neueren auch in der Schärfe nochmal was draufpacken, wenn man jetzt größeren Zeitabstand vergleicht. Ich würde nicht sagen neuer, sondern ich würde sagen moderner. Ich glaube, das trifft es ganz gut, Ja, weil gut. du kannst ja auch ein neues Objektiv kaufen, was eine alte Rechnung ist oder was halt die Auflage vom siebten Objektiv ist, was es schon mal gab bei einem Ja. anderen Hersteller. Wenn du ein modernes Objektiv von Zeiss nimmst, von Tamron nimmst, von Sigma nimmst, mit einer neuen Rechnung, dann haben die in den letzten Jahren, das haben wir auch in den letzten Live-Talks ja auch schon mal besprochen, einen extremen Sprung gemacht, was die Bildqualität, was Schärfe, Kontrast und Co. angeht. Also da muss man sagen, die technisch perfekteren Objektive sind definitiv die neueren Objektive. Und je neuer, desto mehr Leistung geht da auch meiner Erfahrung nach. Also zumindest, wenn ich mir das jetzt anschaue. Und dann würde ich ganz gerne mit dir mal über die Autofokus-Optionen sprechen. Und lass uns doch mal mit den Zongies anfangen. Das fände ich ganz schlau, weil das schließt sich richtig gut an. Das Wollen wir erste vorher Objektiv noch von mal Zong. ganz kurz, Ja? hier wurde noch mal explizit nach dem Loxia gefragt. Da sind wir eben noch mal ganz Oh, kurz dran stimmt. vorbeigeschrammt. Andreas hatte danach gefragt. Und bevor wir jetzt in Richtung Autofokus gehen und das komplett vergessen, lass uns das doch noch mal ganz kurz erwähnen. Sehr gut, sehr Was sind gut, denn ja. deine Erfahrungen mit dem Loxia 2035? Das wird die Firma Zeiss jetzt nicht gerne hören und ich mag die echt gerne. Bitte nicht falsch verstehen. Da hinten steht ja auch das Zeiss-Logo, habt ihr vielleicht gesehen. Andreas, wenn du zuschaust, also Das, nicht du, das, Andreas, Andreas das, Thorn, das. bitte abschalten. Nein, nein, ich bin da nur ehrlich, weil es macht ja keinen Sinn, euch Sachen zu erzählen, die nachher nicht stimmen. Das Loxia war von allen Sachen, die ich getestet habe, zwar relativ gleichmäßig, das heißt, es war in der Bildmitte und am Bildrand ähnlich und es ist auch harmonisch vom Abfall und so, aber es war nirgendwo gut. Also die Überflieger waren immer andere und das war so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, naja, es ist ein schönes manuelles kleines Objektiv. Ich persönlich mag es nicht so gerne. Fürs Filmen super mit D-Klick und Co. super zu nutzen. Muss ich sagen, aber ich würde es heute gerade auch bei dem Preis, wenn ich jetzt den Unterschied angucke, das Loxia kostet aktuell 830 €. Das ist echt viel Geld. Und ich glaube, dass es da viel bessere Optionen inzwischen gibt. Ne? Das 3518 von Sony zum Beispiel ist definitiv am Rand und in der Bildmitte besser von der Abbildungsqualität. Natürlich unterschiedlicher Look, keine Frage. Natürlich manuelles Objektiv, vielleicht wertiger gearbeitet, aber das kostet aktuell, ich gucke nochmal, 550 €. Und da jetzt zu sagen, irgendwie
naja, ich lege nochmal 300 Euro drauf oder 280 Euro drauf und habe dann keinen Autofokus und habe das lichtschwächere Objektiv, was optisch auch noch schlechter ist. Da tue ich mich schwer mit. Also da muss ich sagen, würde ich das Loxia jetzt nicht mehr empfehlen. Zwei Sachen dazu. Meine Chefin haut mich, wenn ich nicht sage 550 Euro minus 50 Euro Cashback. Okay, das war jetzt der Das Werbeblock. Ich blende dann im Nachhinein wieder Werbung ein. fertig. Danke. Nein, nein, Quatsch. Das zweite, das Loxia, habe ich viele Male ausprobiert. Und auf dem Papier gefällt es mir sehr, sehr gut. Größe gefällt mir. Die Lichtstärke reicht mir in vielen, vielen Teilen aus. Und es war ja schon sehr, sehr früh im System, als die Optionen noch nicht so zahlreich waren. Deswegen habe ich es mehrfach ausprobiert und auch mehrfach eigentlich gedacht, ah, Erzähl einfach weiter, ich bin nur kurz aus dem Bild. das müsste doch eigentlich echt eine gute Option für mich sein. Und es hat nie Klick gemacht, ne? Also der Funke ist nie übergesprungen bei dem Loxia tatsächlich. Und was mich immer gestört hat, ist eine total banale Sache, aber ich muss es trotzdem erwähnen. Was mich immer gestört hat bei dem Loxia, das sitzt sehr gut, sehr stramm auf dem Bajonett. Und dann hast du den großen Fokusring und du hast den Blendenring und du hast so gut wie null Fläche, wo du dieses Objektiv greifen kannst und Wer von der denn, du bist Kamera doof? lösen kannst, ohne dass du da an den Ringen rumdrehst und die Blende veränderst. Du Das bist fand ich doof. immer Weißt du, warum ich gerade nervig. hinter das Regal gesprungen bin? Ich habe es hier geholt, um euch das mal zu zeigen, weil ich genau dasselbe erzählen wollte. Also ihr seht schon, wir haben uns nicht abgesprochen. Ich habe das auf D-Klick gestellt. Das ist jetzt das 35er. Ja, da ist es. 35er. Na, stell mal scharf, liebe Kamera. Ach, das ist mein Finger im Fokus. Da ist es. Und hier ist der Fokusring. Und hier hinten ist der Blendenring. Und ich habe den auf D-Klick gestellt. Das heißt, der lässt sich ganz, ganz leicht drehen. Und wenn man das abmachen möchte, dann dreht man entweder an dem einen oder an beiden. Es ist wirklich vom Handling her ein bisschen schwierig. Es ist klein, es ist leicht. Abbildungsqualität ist gut, aber nicht mehr überragend. Vor allem nicht, wenn man die neuen Objektive dann im Vergleich sieht. Deswegen wäre es einfach nicht meine Empfehlung. Und jetzt haben wir euch das auch noch gezeigt. Also Auch fürs Filmen ist es mit echt Klick gut und da ist es benutze ich es schwer auch ab und zu abzunehmen. noch. Kommt meistens an der Deckenkamera zum Einsatz, die ich heute aber nicht angeschlossen habe. Deswegen kann ich euch davon kein Bild zeigen. Okay, dann lass uns mal zu den Autofokusobjektiven gehen. Also sorry dafür, dass ich das Loxia eben unterschlagen habe, aber ich habe hier eine Liste oder beziehungsweise zwei Listen und da geht auch schon mal was unter. Es sind ja doch relativ viele Objektive. Gestartet hat Sony ja mit dem kleinen 35 mm 2.8 und ich habe das am Anfang geliebt. Ich habe da richtig viele Aufnahmen gemacht mit der 7R4, mit großen Prints bin ich zu den Händlern gefahren. Ich habe das aber nicht. Von der Größe her, nur damit ihr es euch vorstellen könnt, ist es so groß. Das ist jetzt das 35 1.8, aber es ist genau gleich lang. Also ich habe die mal nebeneinander gestellt. Da sieht man keinen Unterschied. Also Größe ist ungefähr so. Also wirklich super, super, super kompakt. Es ist Kleiner noch. natürlich mit 2.8 nicht sonderlich lichtstark. Es hat 7 Blendenlamellen, es macht einen relativ schönen Stern, fand ich. Und die Schärfe und die CA sind wirklich gut kontrolliert. Ich würde es heute trotzdem nicht mehr kaufen. Und ich verrate euch auch warum. Wenn es um klein und leicht geht, ist es ein super Objektiv. Aber es kostet aktuell, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, 615 Euro. Und das 1.8er, was optisch noch ein bisschen besser ist, kostet 60, 70 Euro weniger. Es ist lichtstärker, es ist günstiger und es ist ein Tick länger. Also es ist dann ungefähr so, ja, so 1,5 Zentimeter, 2 Zentimeter länger. Das macht es für mich, für das neue 35 oder für das alte 35 2.8 macht es für mich schwer. Ich würde da eher das neue nehmen. Also das ist meine persönliche Einschätzung. Ne? Und ähnlich sieht es aus bei dem Objektiv, was ich mir gekauft habe hier. Das liebe ich vom Look, das finde ich echt toll. Das ist das 35 1.4 und ich zeige euch auch das mal. Das ist im Verhältnis dann schon ein echt großer Klopper. Ist mein privates, ja, hier könnt ihr das sehen. Ja. Ist oft im Einsatz, finde ich zum Filmen gut. Ich mag den Winkel, ich mag auch den Blendenring sehr gerne. Das hat übrigens noch keine Taste zum Programmieren. Ja, die neueren haben ja alle Tasten zum Programmieren, aber das hier hatte ich noch nicht. Als es rauskam, war das absolute Bombe. Also wirklich super von der Bildqualität. Der Look ist schön. Als ich dann jetzt verglichen habe mit allen anderen, mit den Samyang-Objektiven, mit den neueren Objektiven, muss ich sagen, am Bildrand lässt es doch schon ganz schön nach. Das ist jetzt für den Look nicht schlimm und wenn man das mag, ist das auch alles okay, aber da geht mehr.
Also wenn ich heute entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich eher das 1,8er kaufen, weil ich auch auf kleine, leichte Objektive stehe. Das hier wiegt immerhin 630 Gramm oder sowas. Ich müsste nochmal nachgucken. Ja, 630 habe ich mir extra aufgeschrieben. Also das ist schon relativ groß und ich kann es euch ja mal an die 7R4 ansetzen, dass ihr es mal so vom Verhältnis seht. Und ich halte euch mal im Verhältnis das, wie gesagt, 35-2,8 daneben, nur damit ihr so ein bisschen sehen könnt, wo der Unterschied ist. Ja? Also das hier wäre 35-1,4. So, und das hier wäre das passende 2,8er dazu. Ne? Also da sieht man schon, das ist halt ein extremer Unterschied in der Größe. Und das 35-1,8, das ist halt ein Tick länger als das, aber es ist genauso dünn. Also von daher habt ihr da wirklich wahrscheinlich das Objektiv, was so am universellsten ist. Und das haben sich auch sehr, sehr viele Leute gewünscht, ne? Das 35-1,8. Und es wäre, inzwischen wäre es meine Wahl. Ich habe es nicht ausgetauscht, weil ich kann auch nicht ständig neue Objektive kaufen. Und das 35-1,4 ist ja auch ein tolles Objektiv, ne? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich auf meinen Geldbeutel achten. Der Look ist schon ein bisschen besser als beim 1,8er. Ja, du schüttelst mit dem Kopf, ne? Du musst ja nicht auf den Geldbeutel achten. Genau, Nee, kannst du doch. Lachs. Ja, Bitte doch. konsumiere. Danke sehr. Weißt du, wie viele Objektive? Ach, das sage ich lieber nicht. Hier steht Equipment, ey, unglaublich. Ja, soll Gut, ich auch mal ein habt ihr bisschen denn was noch zu den irgendwelche beiden sagen? Fragen? Warte, sorry. Habt ihr denn noch irgendwelche Fragen jetzt mal zu den Sony-Objektiven? Also ich habe die Preise ja kurz genannt. Ah nee, von dem 35-1,4 habe ich noch nicht genannt. Das 35-2,8 liegt bei 615 Euro aktuell. Das 35-1,4 bei 550 ist also günstiger, aber ein bisschen größer. Und das 35-1,4 liegt bei 1450 Euro. Ist also eine ganze, ganze Ecke teurer und extrem viel schwerer. Also da muss man wirklich sagen, das ist schon im Vergleich sehr, sehr groß und sehr, sehr schwer. Also ungefähr das dreifache Gewicht, ne, von den anderen. Und auch noch mit Abstand das teuerste. Der Look ist ein Tick besser, Schärfe eher nicht. Guckt euch das Video an mit den Downloadbildern, dann könnt ihr das sehen. Dann würde ich Also, sagen, weil wir. Ja, schieß los. eben kam die Frage nach dem 35er mit dem bestmöglichen Autofokus. Ne? Kevin hatte das hier gefragt im Chat. Da könnte man sicherlich auch noch mal kurz ein, zwei Worte zu sagen. Also, meine Eindeutig Einschätzung. 35,14, 35,18 und 35,14. Die beiden sind wirklich mit Abstand die besten im Autofokus. Ich kann gerne gleich mal was zu dem Samyang sagen. Ne? Also ich habe das Samyang ja auch getestet und da muss ich sagen, die optische Qualität hat mir echt gut gefallen. Das ist wirklich von der Schärfe kein schlechtes. Es steht dem ein bisschen hinten an. Also die Sonys sind da ein Tick besser, aber man darf nicht vergessen, die sind auch viel teurer. Was mir beim Samyang 35-1,4 massiv aufgefallen ist, das haben die neueren Samyang-Objektive nicht mehr so stark, aber bei dem alten 35-1,4, das war ja auch eins der ersten, das erschienen ist mit Autofokus, der Autofokusmotor ist sehr, sehr unpräzise und ich kann es auch genau definieren, wo ich das her habe. Ich habe für den Test mit der Kamera, mit der 7R4, ja manuell auf einen Geldschein fokussiert. Das heißt, wir haben die Vergrößerung angemacht und zwar maximale Stufe, 11,7-fach, den Bildausschnitt geholt und dann habe ich am Fokusring manuell perfekt auf immer denselben Punkt scharf gestellt. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass der Fokus bei dem Samyang eben auch im manuellen Fokus, dann ist es ja auch trotzdem ein motorischer Schritt, ja, immer entweder davor lag oder dahinter. Ich konnte da quasi nur große Schritte fahren. Ich konnte nicht so feinfühlig scharf stellen. Und das hat mich beim manuell Fokussieren genervt. Beim Autofokus war es besser, aber beim manuell Fokussieren fand ich es doof. Da muss man sagen, das kann das nicht so gut. Und deswegen würde ich da, wenn es um Autofokus geht, die Sachen vorziehen. Das neue 35er von Sigma, das 1,2er, das habe ich nur kurz getestet, da habe ich keinen Autofokusvergleich gemacht. Zum Art brauche ich, glaube ich, nichts sagen. Das ist gut, aber es ist auch nicht überragend gut im Autofokus. Also meine Erfahrung deckt sich da im großen Teil. Ich würde auch, denke ich mal, als schnellstes und präzisestes das 35-1,8 nennen. Wenn auch nur im Unterschied zum 1,4er, weil es wahrscheinlich dadurch, dass es etwas weniger Glas bewegen muss, da nochmal ein bisschen was fixer ist. Ne? Und neuer ist auch bei Autofokusmotoren sehr, sehr oft besser. Da ist ja auch der DDSSM drin, ne? Also das war eins der ersten Objektive mit dem Das ganz ist schnellen richtig. Motor. Das 35-1,4 ist wirklich schnell. Ja,
Das 1,8 und das 1,4, das sind Objektive, denen vertraue ich blind. Ne? Das muss ich auch teilweise dann, je nachdem, wofür ich sie einsetze. Und das ist bei den beiden absolut kein Problem. Das zum 2,8 Sony kann ich nicht so viel sagen, weil es bei dem auch nie so richtig drauf ankam und weil bei einer 2,8 Offenblende auch schon einige Fehler dahin gebügelt werden. Meine Erfahrung mit den Sigmas zum Beispiel ist, also das 1,4, merklich langsamer als die beiden genannten Sony-Optionen und vor allen Dingen weniger treffsicher. Deswegen würde ich das zum Beispiel nicht als primäres Objektiv auf einer Hochzeit verwenden, persönlich, weil mir da das Vertrauen fehlt und ich damit schon einige fehlfokussierte Bilder auch hatte. Da habe ich das letzte Mal mit dem Stefan drüber gesprochen. Das haben wir generell für eigentlich alle Objektive schon festgestellt. Sigma hat ja diese hervorragende Art-Serie auf den Markt gebracht. Und bitte nicht falsch verstehen, ich mag die echt gerne, weil die sind von der Abbildungsqualität gut, die sind vom Preis interessant. Es sind aber, bis auf die ganz neuen Geschichten, ja alles Spiegelreflexobjektive. Und meine Erfahrung damit ist, dass sie in der Bildmitte, also wirklich im mittleren Bereich des Bildes, richtig gut scharf stellen. Sobald man aber die Bildmitte verlässt, wird es deutlich schwieriger. Und das kommt darauf an, wo man es einsetzt. Wenn man jetzt nur in der Bildmitte fokussiert, ist das gar kein Thema. Dann sind die auch schnell genug. Ich mache das aber beim Video zum Beispiel jetzt so ähnlich wie bei dem Bild, das ihr seht, dass ich im Prinzip auf einer Seite des Bildes stehe. Und da hat bei meinem Objektiv der Autofokus dann immer hin und her gepumpt und das Ziel eben nicht gefunden. Und das ist halt nervig, wenn man damit arbeitet, wenn es halt kritisch ist. Wenn ihr nicht so kritische Sachen habt, kein Problem. Aber bei kritischen Sachen ist es nervig. Und das ist das, was so für eigentlich alle Objektive gilt, die es in der Spiegelreflex-Ära schon gab. Für die neuen gilt es nicht. Also bitte nicht mit den neuen Contemporary, mit dem 45er oder auch mit dem 35-1.2, da ist es nicht mehr so. Und auch mit dem neuen 24-70 ist es nicht mehr so, weil da neue Motorentechnik und wahrscheinlich auch eine andere Rechnung zum Tragen kommt, die eben die ganze Fläche berücksichtigt. Weil die Spiegelreflexkameras konnten ja immer nur in der Bildmitte scharf stellen. Die Systemkameras haben ja erst gebracht, dass man im Prinzip überall scharf stellen kann. Ne? Das ist so der technische Hintergrund für alle, die das interessiert. Ja, und wo du jetzt dann das 1.2 auch nochmal erwähnt hast, das ist sicherlich ein Objektiv, was ich, also das autofokustechnisch auch schon echt gut unterwegs ist, muss man sagen, meiner Erfahrung nach. Und was ich wirklich gerne mal in der Praxis testen würde, weil ich gerne mal wissen würde, wie sehr stört es mich in der Praxis, wenn ich den ganzen Tag damit rumlaufe, wenn ich eine 16, 17 Stunden Reportage damit fotografiere, dass es ungefähr ein halbes Noct wiegt. Ne? Aber dann ein halbes Noct, genau, die DP Ja. Review Gewichtseinheit, die neue. Absolut. Sind wir da? 1,2 Kilo oder sowas, nur für das Glas? 1,1, das 40er wiegt 1,2 Kilo. Ah, das ist Das halt schon. 40er, ja, Also, das dann, wenn wir schon 1,4er, gerade ne? dabei sind, lass uns da mal ganz gezielt drüber sprechen. Ne? Ja. Ich würde ganz gerne mal das Sony 3514 mit dem Sigma 3514 Art vergleichen. Die sind beide von der Schärfe echt super. Und ich habe, als das rauskam mit dem Sigma, wirklich mal einen Vergleich gemacht. Boah, also ich könnte nicht sagen, welches das schärfere Objektiv ist. Am Rand würde ich sagen, ist das Sigma ein Tick besser. Dafür ist in der Mitte das Sony ein Tick besser. Das war so meine Erfahrung mit dem. Vom Look her sind die auch relativ gut beide. Da gibt es also nichts zu meckern. Unterschied ist Autofokus und wichtiger Unterschied ist Gewicht. Also, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Das Sigma 3514 kostet 711 Euro und das Sony kostet 1400 Euro, das Doppelte. Wenn der Autofokus kritisch ist, ist man bereit, das zu bezahlen. Ansonsten wahrscheinlich eher nicht. Das Sigma ist ein tolles Objektiv und gerade bei dem Preis, man macht da auch von der Abbildungsqualität gar nichts falsch. Die spielen so wirklich in einer ähnlichen Liga. Wenn ich mir dann aber die beiden anderen Sigmas anschaue, das 3512, da habe ich jetzt keinen direkten Vergleichstest gemacht, weil als ich noch unterwegs war, das Objektiv kam ja erst im letzten Herbst raus, ne? Da habe ich das natürlich sofort probiert bei ein paar Händlern, aber da hatte ich meinen 35er nicht dabei. Das heißt, ich habe keinen Vergleichstest zwischen A und B gemacht. Mein Eindruck war, das 3512 kann noch ein bisschen mehr, wenn es um Bildqualität geht. Ich würde sagen, von meiner Einschätzung ist es das stärkste 35er, was man aktuell kaufen kann. Aber, und das muss man dann auch wissen, es wiegt halt 1,1 Kilo und damit fast das Doppelte von dem Sony. Und das Du Sony brauchst ist halt schon auch den groß und schwer, wie stärksten ihr eben gesehen Fotografen, habt. ne? Ne?
Wenn es euch also um maximale Bildqualität geht, dann geht zum Händler, probiert das 3512 aus. Ich glaube, bildqualitätstechnisch ist es die beste Wahl. Man muss das wollen. 1,1 Kilo ist eine Ansage für so ein Objektiv. Ne? Also das wiegt noch nicht mal mein 3518, was hier neben steht. Das ist schon ein großer Trümmer. Und im Spiegelreflexbereich gibt es ja ein ähnliches. Da gibt es ja auch sehr viele Tests. Da gibt es das 40 mm 1,4. Ich habe jetzt noch keinen Test an der E-Mount gesehen, wenn ich ehrlich bin, mit dem Objektiv. Weil das gibt es auch für E-Bajonett. Das gilt als eines der schärfsten Objektive in dem Brennweitenbereich überhaupt. Und ich weiß jetzt nicht, welches von den beiden die bessere Lösung ist, aber das wiegt auch 1,2 Kilo, ist sogar noch ein bisschen schwerer. Ne? Das ist schon. Das ist ja auch dann wieder eine Spiegelreflexrechnung, ne? das 40er, ja. Die dann wieder adaptiert ist, wo ich mir wieder Gedanken machen würde, wie sieht es tatsächlich mit der Autofokus-Performance aus? Und das schärfste Objektiv im Sigma-Line-Up bringt dir nichts, wenn der Autofokus wieder dann 5 mm daneben liegt. Und vor allem, wenn er nicht bei Offenblende trifft. Ja, genau, genau. Und das würde ich dann, wenn man noch das Gewicht mit hinzuzieht, wäre das für mich jetzt an der Stelle nicht die interessanteste Option. Aber es ist, man muss natürlich auch nochmal gucken, ne? Es ist ungefähr 130 Euro günstiger, das ist der 3512 als das Sony. Also es ist echt nochmal günstiger. Wo ich dann sage, da müsst ihr halt entscheiden, was ist für euch wichtig. Das können wir nicht sagen. Aber ich weißt mich du, wo damals das Geld wieder drauf geht, Lachs? Wo? Du brauchst für das 3512 brauchst du den größeren Body. Du brauchst einen Generation 4 Body, damit du das anständig halten kannst, weil es so frontlastig ist. Ja, so hart würde ich es jetzt nicht sehen, aber das kann Geld natürlich sein. Ja, zwei drauf. Ja, ich würd in dem Fall wirklich sagen, ihr müsst einfach entscheiden, wofür ihr es genau braucht. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir da in Zukunft auch noch ein paar mehr Sachen sehen in dem Bereich. Aber ich glaube, wenn man sich so über alles anschaut, dann gibt es da richtig, richtig viele Objektive ja inzwischen. Und ja. Man hat eigentlich ziemlich viele gute Auswahl. Also man findet in allen Preisbereichen was, man findet in allen Größenstufen was. Ne? Also dass man ein leichtes kaufen kann, aber genauso gut eben auch eins, was hervorragend abbildet oder maximale Qualität verspricht. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil im Endeffekt hat Tamron ja auch noch ein Objektiv vorgestellt. Das möchte ich natürlich auch gleich noch mit euch drüber sprechen. Ich bin mir auch sicher, dass da zukünftig noch mehr Sachen kommen. Also auch von Tamron zum Beispiel noch mehr Sachen. Wahrscheinlich kommt auch noch eine Lichtstärke-Serie, könnte ich mir zumindest vorstellen. Auch wenn es aktuell da nicht auf dem Schirm steht. Das ist doch für viele Leute doch eine sehr wichtige Geschichte. Ne? Also Lichtstärke ist immer besser, heißt es ja. Ich wünsche mir das sehr, weil wenn ich mir anschaue, was die letzten lichtstarken Objektive von Tamron für die Spiegelreflexen gezeigt haben. Ne? Die haben ja ein fantastisches 3518, ein fantastisches 8518 gebracht für die Spiegelreflexen, ja. Die wirklich durch die Bank weg gelobt werden. Wenn man sich, die sich aber schlecht verkauft. Mal mit, ja, ist halt Spiegelreflex, ne? Wer, ich sag mal so, da haben viele schon ihre Objektive. Auf der anderen Seite, Tamron kann es ja auch, es gibt ja auch einige Patente, die zeigen, dass einige Zeiss-Rechnungen, glaube ich, von Tamron ursprünglich gerechnet wurden. Also die haben auch für spiegellos richtig, richtig interessante Festbrennweitenrechnungen. Und ich würde mir wünschen, dass da was Lichtstarkes kommt. Also wir schweifen ja gerade so ein bisschen ab, ne? Und das ist auch vollkommen okay. Ich habe da so mein ganz eigenes Bild zu den 1,8er Festbrennweiten von Tamron und die kann ich einfach mal sagen. Also die Objektive sind richtig, richtig gut, die Spiegelreflexobjektive, ne? 35, 45 und 85 1,8 von Tamron. Mhm. Meine Erfahrung war, sie haben sich schlecht verkauft. Und sie haben sich schlecht verkauft deswegen, weil da nicht 1,4 dran steht. Und bei Sigma stand 1,4 dran. Jetzt kann das Objektiv optisch sogar besser sein. Die Leute sagen, ah, das 1,4er ist aber viel besser als das 1,8er. Das kommt meiner Erfahrung auch ganz häufig daher, dass man halt auf Social Media unterwegs ist und sich das anguckt und das vielleicht nicht mal beim Händler ausprobiert. Und mein Tipp wäre dann, wenn ihr das wirklich wissen wollt, wenn ihr wirklich wissen wollt, was können die, weil der Unterschied zwischen 1,4 und 1,8 ist in der Praxis nicht riesig. Genauso wie zwischen 1,4 und 1,2. Der ist nicht riesig. Der ist da, keine Frage. Aber probiert es mal aus. Geht mal zum Händler vor Ort, nimmt die Dinger in die Hand. Und ich würde mir das auch wünschen, dass da nicht mehr so geschielt wird. Ich mache es mal mit einem anderen Beispiel. Was ich total cool fand, war,
Der Alex Heinrichs hat irgendwann mal, es ist ein Jahr, anderthalb her, gefragt, was ist euch das Allerwichtigste? Und da haben irgendwie 100 Leute auf seinen Post geantwortet und er hat gefragt, was ist euch wichtig, Schärfe oder kleines, leichtes Objektiv? Ich war der Einzige, der gesagt hat, mir ist wichtig, dass es ein kleines Objektiv ist. Und es ging damals um das 50 mm. Und da gab es das Art, da gab es das Zeiss Planar, das 50-1.4 Sony und das 55-1.8. Und ich glaube, ich war der Einzige, der gesagt hat, ich würde mir eher das 55er kaufen, weil es kleiner und leichter ist. Und dann haben alle gesagt, ja, nee, aber Schärfe ist ja noch besser. Ja, der Unterschied ist aber wirklich minimal. Das 55-1.8 ist eine Bombe. Und nur weil es eins gibt, was ein Tick besser ist, ist das andere nicht schlecht. Und für mich war da Größe und Gewicht viel wichtiger. Und das ist halt so ein Ding, das müsst ihr halt ausprobieren. Ich mag gerne zwei, drei Objektive mitnehmen und dann klein und leicht reisen. Ja, das ist so für mich wichtiger als das letzte Quäntchen. Das kann nochmal bei euch anders sein. Das müsst ihr selber entscheiden. Da bin ich grundsätzlich bei dir, aber das geht auch nur bis zu einem gewissen Punkt für mich persönlich. Also, ich habe kein Problem mit einem 1,8, ich habe kein Problem mit einem 2,0. 2,8 ist für mich ein Bereich, da bin ich mit dem Zoom unterwegs. Für 2,8 kaufe ich Bei persönlich 400 mir keine Millimeter. Festbrennweite. Okay, fair enough. Bei Blende 2,8 unterhalb von 200 mm kaufe ich mir keine Festbrennweite. Das macht das Tamron dann ein bisschen uninteressant für mich persönlich, auch wenn ich es sehr schön finde, dass sie ein bisschen auch nochmal ein Augenmerk legen auf die Naheinstellgrenze. Das ist ja bei denen wirklich interessant. Die haben ja einen 1 zu 2er Abbildungsmaßstab und dadurch hast du natürlich ein extrem vielseitiges Objektiv. Das ist aber dann natürlich, wenn man darauf Wert legt, hat es natürlich mit dem Batis 40er 2.0 CF einen sehr, sehr harten Konkurrenten. Ne? Das macht es auch wieder schwierig für das Tamron. Möchte ich gerne gleich nochmal separat drüber sprechen, weil ich habe ja sehr viel Erfahrung mit dem Batis und ich habe Ja. mich entschlossen, das nicht zu kaufen, obwohl es Okay. genau in mein Beuteschema passt. Es war nicht so lichtstark, also 2.0 statt 1.4, wäre mir aber egal gewesen. Es ist dafür kleiner und leichter, es ist schneller, es ist die modernere Rechnung und es kann auch noch besser nah. Ich habe mich trotzdem dagegen entschlossen. Ich erzähle es aber gleich. Lass mich noch mal kurz auf das Tamron zurückkommen, weil ich möchte nicht so stark mischen. Ich glaube, wenn man eine kleine, leichte Kamera sucht, mit der man wirklich unauffällig fotografiert, dann sind die Tamrons echt cool. Und man darf nicht vergessen, die sind echt günstig. Also das Das Tamron ist kostet richtig, ja. aktuell 350 €, habe ich gerade nachgeguckt. Dafür kriegst du keinen Zoom. Ne? Das kostet dann 900 €. Ja. Ja? Und der Look ist gut. 2,8 kann für, oder reicht für viele Sachen aus, aber ich bin ja auch so ähnlich wie du, so der Offenblend-Typ. Ne? Also für mich ist der unscharfe Hintergrund wichtig und das wäre auch ein Grund für mich zu sagen, ich kaufe das Tamron nicht. Für mich. Das kann, wie gesagt, bei euch anders sein. Zum Batis habe ich da so ein ganz gespaltenes Verhältnis, weil das Batis 40 mm ist ein Bombenobjektiv. Das ist von der Abbildungsqualität wirklich ultra, ultra scharf. Also es macht wirklich Spaß. Es ist kontrastreich, es ist cool, es ist klein, es ist leicht. Es gab damals, und ich hatte das vor anderthalb Jahren mit, ich habe mir das bei Zeiss ausgeliehen und war ja eine Woche im Urlaub, kurz vor Weihnachten, vor anderthalb Jahren, war ich in Marrakesch und hatte das mitgenommen. Als einzige 35 mm Option. Ne? Also ich hatte das 24er dabei, das 135er und das 40er Batis. Und was mich massiv gestört hat, war Autofokusproblem. Das haben sie durch ein Firmware-Update ja gelöst. Das war kein Problem. Das kam irgendwie im Januar. Also da kann man drüber wegsehen. Das ist inzwischen gelöst, kein Ding. Das, was für mich der entscheidende Grund, warum ich es nicht gekauft habe, war, wenn man nah rangeht, also näher als 1 Meter, dann blendet das Objektiv automatisch ab. Das heißt, du verlierst dann diese Lichtstärke, diese 2.0. Und ich Auf wie will ja viel? mit dem 35 mm genau die Lichtkreise bekommen im Hintergrund. Das ist genau der Grund, warum ich mit der Festbrennweite arbeite. Und wenn ich das verliere, weil das Ding auf 4 abblendet und dann nur noch kleine Kreise macht, für mich passt es nicht. Also das war der Grund, wo ich gesagt habe, das passt nicht. Das haben sie nochmal verbessert, aber es ist immer noch so, dass es abblendet. Und wenn ich mir dann das 35-1.4 angucke, wo ich im Hintergrund sofort bap, weg, ja, Unschärfe habe, dann ist das der Grund, warum ich das kaufe. Den Blick lenken ist da einfach wichtig, für mich wichtiger.
Wie rund ist denn die Blende bei 4.0? Okay, ja, dann ist es indiskutabel, ne? Also Die sind auch zu klein. meiner Also Meinung nach. die Blendengreise waren Ja. einfach zu klein. Also du musst dir vorstellen, ihr seht ja das Bild von uns, ja? Wenn ich im Hintergrund so große Blendengreise mit dem 1.4er bekomme und so kleine mit dem BATIS, dann ist dieser Unschärfebereich nicht mehr attraktiv. Ja. Also zumindest, wenn du ein bisschen Street machst mit Lichtquellen und so, wo du dann einfach diese Lichtflecken siehst. Und das ist halt genau mein Einsatzgebiet. Das kann jetzt für Nahaufnahmen egal sein, das kann für Städtefotografien egal sein, das kann. Mich hat es gestört. Und das ist halt das, was ihr entscheiden müsst. Ne? Das BATIS kostet aktuell übrigens 1000 Euro oder 1020 Euro, habe ich gerade rausgesucht. Das ist natürlich auch nicht günstig. Das war mir egal, weil Ja. ich bin da ganz ehrlich, ich kaufe lieber nur einmal im Jahr ein Objektiv, aber dafür dann das, mit dem ich nachher glücklich bin. Und für mich war es das 40er einfach nicht. Ja, das ist natürlich ein sehr gutes Argument, sage ich jetzt mal, wenn man wirklich nah ran möchte, was ja auch bei dem CF Genau. eigentlich Sinn des Ganzen ist. Ansonsten bietet es ja echt viel für auch. Ich finde, für das Geld, ne? Also das Zeiss hat natürlich nochmal einen gewissen eigenen Charme. Ich finde es auch, ich mag dieses OLED-Display, was die verbaut hat, ne? Ich finde Total das eine geile richtig Idee. coole Geschichte Richtig gut und gemacht. so. Aber das kann ich als K.O.-Kriterium durchgehen lassen. Gerade so, Lachs. Oh, danke, danke. Nee, da muss man halt auch wirklich sagen, das hängt davon ab, was ihr damit vorhabt. Ne? Also bitte nicht falsch verstehen, das Bad, das ist wirklich, wirklich gut. Es passt nur nicht zu dem, wofür ich es benutzen möchte. Für mich. Wir hatten hier im Chat, oder Ja. möchtest du, hast du noch mal einen Autofokus, noch ein weiteres, über das du sprechen wolltest? Na, die beiden Samyangs haben wir noch, aber die haben wir noch nicht gesprochen, was Bildqualität angeht. Ansonsten würde Und ich die Frage von ja, Lucien hau raus. einwerfen, wie es mit dem 3514 Zeiss gebraucht ausschaut. Da wird explizit danach gefragt, ob es da eine erhöhte Serienstreuung gibt bei dem Objektiv. Kann ich Hast du so da nicht was? bestätigen. Ich habe vier oder fünf verschiedene gehabt. Also, ich hatte eine ganze Zeit lang das in dem Koffer, mit dem ich durch die Gegend gefahren bin, und das war phänomenal gut. Ich habe mir dann irgendwann mein eigenes gekauft, als ich nicht mehr im Koffer hatte. Das ist super gut, auch von der Schärfe. Da kann ich mich nicht beschweren. Also, ich habe es auch von keinem Händler oder so gehört, dass es da eine große Serienstreuung gibt. Das einzige Also Objektiv, wo ich das wirklich gehört habe, ist das 1670 Zeiss für APS-C. Da höre ich das relativ häufig. Bei den anderen, bei den Festbrennweiten, höre ich das eigentlich nicht. Also, zumindest nicht bei den Sony-Originalen. ich kann es aus meiner Erfahrung bestätigen. Ich habe auch sicherlich mit vier, fünf verschiedenen 3514er Zeiss gearbeitet und ich habe sie nicht direkt verglichen, ne? Muss ich auf jeden Fall dazu sagen. Aber mir ist definitiv keins als merklich schlechter aufgefallen. Die waren alle mindestens überzeugend bis sehr, sehr, sehr gut in der Bildqualität. Also von daher würde ich sagen, da steht einem gebrauchten Kauf eigentlich nichts im Wege. Ja, also beim Gebrauch müsst ihr natürlich immer ein bisschen aufpassen, ne? Weil was man halt nicht sieht zum Beispiel ist, wenn es Grundsätzlich, ja. runtergefallen ist und dezentriert. Ganz häufig sieht man so einen Schaden nicht und das macht es ein bisschen schwierig. Und wenn ihr das beim Fotohändler kauft, dann sind ja die Gebrauchten relativ teuer, was einfach daran liegt, dass die die Garantie geben müssen, ne? Also das ist immer so ein bisschen Mixed Bag. Also ich bin kein Freund davon, Sachen bei eBay zu kaufen oder Sachen bei Facebook und so Co. zu kaufen. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe das oft erlebt. Ich weiß nicht, ob das inzwischen immer noch so ist, weil ich die meisten Verkaufskanäle ausgeblendet habe. Aber bei dem Samyang war es halt so, dass Leute zum Beispiel drei oder vier Stück bestellt haben, um sich das Beste auszusuchen und die anderen dann einfach verkauft haben. Und das heißt, wenn du da eins kaufst, hast du gleich die schlechte Variante. So. Ja, Viel geht aber ja auch über Kleinanzeigen. Also wenn man die Möglichkeit hat, es vorher auszuprobieren, ne? Und ein, zwei Testbilder zu machen und zu gucken, tatsächlich ja. bietet es eine einigermaßen uniforme Schärfe über den Bildbereich, dann ja. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Probiert die Dinger vorher aus. Ne? Also das wäre, wenn ihr das ausschließen wollt, wirklich ein Kriterium, weil wie gesagt, Schäden von außen kann man oft nicht sehen. Und wenn so eine Linsenfassung mal, ach, pass auf, weißt du, was wir heute machen? Ich zeige euch das einfach mal. Ich habe ja noch eine Idee. Ich habe ja hier oben stehen, das werdet ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen haben, aber Ich bin so mein gespannt. wunderschönes Demo-Objektiv. Ich schraube es mal gerade den Deckel ab, dann kann der es ein bisschen näher sehen. Sorry, dass ich kurz aus dem Bild bin.
Aber das liegt jetzt einfach daran, dass ich hier beide Hände brauche. So, weil wenn wir schon über Objektive sprechen, die irgendwie nicht mehr richtig arbeiten, dann zeige ich euch mal das durchgeschnittene Objektiv. Das ist jetzt übrigens das 8514G Master. Das Und habe ich was auch man hier noch. wunderbar sehen kann, ist, wie die Linsen im Prinzip gefasst sind. Und wenn so ein Objektiv runterfällt, ja, dann kann es schon mal sein, dass sich eine Linse ganz leicht verschiebt, zum Beispiel. Und damit ist dann eine Ecke zum Beispiel, ja, total in der Unschärfe. Und das sieht man von außen nicht. Also das Gehäuse hat von außen keinen Schlag, das hat keine Beschädigung, aber es kann innen drin halt was passiert sein. Und damit hast du dann im Prinzip das Problem, dass das nicht mehr ordentlich funktioniert. Ja? Hier kann man übrigens auch mal so gut sehen, warum das Ding relativ langsam ist im Autofokus. Die Fokusgruppe ist ja ziemlich groß und ziemlich schwer. Da brauchst du einen starken Motor, damit das funktioniert. Ja? Wenn Darf euch ich mal sowas übrigens total interessiert. off-topic werden, wenn ich das aufgeschnittene Objektiv gerade sehe? Weißt du, was fotografisch total viel Spaß macht? Wenn du dir zwei halbe Objektive schnappst, die Die entweder zusammenpassen zusammenklebst oder und aber dann so auch einen nicht, sie Lichtstreifen hast. Ja, aneinander ja. packst und dann damit ein bisschen freelancest. Das habe ich mal mit zwei verschiedenen halben Size-Objektiven gemacht, einem 40er und einem 35er. Und die Bildergebnisse waren echt interessant. Oh Merlin, ey, du bist auch echt genauso ein Freak wie der Stefan und ich. Das ist unglaublich. Ja, was du schon wieder für Dinger raushaust. Naja, ich hoffe, ihr habt da trotzdem Spaß dran. Ja? Also schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall auch einen Daumen da, wenn es euch gefällt. Ja? Kommentiert das fleißig. Das ist ja, das macht schon Spaß, ja, wenn man solche Sachen ausprobieren kann. Oh Mann, zwei halbe Objektive zusammenkleben. Was Du glaubst hast du, wie mich komplett aus der dem Konzept gebracht. Nein, ist alles gut. Ich fange mich auch gleich Kollege wieder. von Zeiss geschaut hat, als er das Bild gesehen Der hat? Andreas, ja. Schöne Grüße übrigens an Andreas und auch an den Willi, wenn er heute wieder da ist. Ich habe ihn noch nicht gesehen im Chat, aber der ist ja auch ganz häufig da und natürlich auch an alle anderen, die ich jetzt vielleicht nicht gesehen habe, weil der Text mit der Schrift, der ist da ganz vorne, so ganz klein. Ich kann das nebenbei nicht so gut lesen, wenn ich in die Kamera gucke. Ich stelle das mal wieder zurück. So. Und dann bin ich auch gleich wieder für euch da. So. Ja, also wie gesagt, das ist mit gebrauchten Objektiven dann wirklich so eine Sache, die so ein bisschen schwieriger ist. Solltet ihr unbedingt ausprobieren. Also Ja, pass auf, dass es ein komplettes ist und kein halbes. das wäre ganz besonders wichtig. Ja, und wir versuchen euch ja immer hier so ein bisschen auch praktische Tipps zu geben. Und schreibt das mal Absolut. gerne in die Kommentare, was euch da noch interessiert, was ihr noch dazu Objektiven wissen wollt. Und das würde mich halt sehr brennend interessieren, weil wir natürlich die nächsten Livestreams ja auch planen. Und wenn wir schon bei den nächsten Livestreams sind, machen wir jetzt noch einen kurzen Einschub für morgen, weil ich zeige euch Morgen. das noch kurz hier. Ja, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, aber wer später zugeschaltet hat, hat vielleicht den Anfang ja nicht gesehen. Das ist das brandneue 122428G Master. Heute vorgestellt um 16 Uhr. Ich habe das seit Freitag und war schon ein bisschen damit fotografieren. Morgen gibt es dazu den Livestream, da werde ich natürlich auch ein paar Bilder zeigen. Und wenn ihr Fragen habt, morgen 19 Uhr sprechen wir ganz gezielt über das Objektiv. Und ich habe natürlich auch das andere 1224 und das 1635 da. Und da können wir ein bisschen über die Weitwinkelsachen sprechen. Und wer das Bild im Teaser gesehen hat, ja, Kranhäuser in Köln habe ich fotografiert. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da kann ich soweit schon mal sagen. Okay, Ich habe mich zurück gerade zu den total zum Affen 35. gemacht, weil ich nicht gesehen habe, dass mein Bild gespiegelt ist. Das siehst du dann später. Okay. Ah, Ja, du hast nach der Seite gezeigt, da stand nach der. Ah, ich verstehe. natürlich. Ja, ich sehe nur mein eigenes Bild im Moment, darauf konzentriere ich mich zumindest. Deins ist irgendwo im Hintergrund. Ja, aber ich freue mich irre auf morgen. Ich denke, wir können ganz, ganz viele spannende Sachen erzählen über das Objektiv. Ich hoffe, du hast auch ein, zwei Bilder gemacht damit, Ich habe vielleicht. morgen noch mal vor und ich werde wahrscheinlich heute Abend losgehen, weil gestern Abend hat es hier in Ah. Köln geregnet. Und ich Aha. wollte ja noch so ein bisschen Abenddämmerung einfangen und es hat halt wirklich, es war nicht schön. Es war sehr, sehr, sehr windig und dann kannst du halt nicht so wirklich toll damit fotografieren. Ich habe das beim Das wird sein. 20 mm ja den Test gemacht und da muss ich sagen, dauerhaft trüben und damals war es Schneeregen, war richtig ätzend zum Objektive testen. Ich habe also einfach nur keinen Kontrast und Co. gehabt und deswegen habe ich mich entschlossen, ich gucke heute mal und wenn das heute auch ganz schlecht ist, also im Moment sieht es gut aus, glaube ich, draußen. Ich habe das Rollo runter, weiß ich nicht. Dann werde ich da heute Abend noch ein paar Bilder machen und morgen steht auch noch mal an. Da werde ich noch ein paar andere Sachen machen. Architektur und Co. habe ich schon. Also da gibt es schon eine ganze Menge Bilder.
Ich freue mich drauf. Gut, ich würde vorschlagen, schreibt ihr jetzt mal eure Fragen ganz schnell alle in den Chat. Also wirklich alles, was euch noch zu 35 mm interessiert, weil ich weiß, es dauert immer einen Moment, bis wir die oder bis wir die alle sehen können, bis wir die durchgeblättert haben. Und ich würde aber ganz gerne noch über die beiden Samyangs ein bisschen sprechen, über das 35-28 Autofokus und das 35-14 Autofokus. Soll ich loslegen mit meinen Meinungen zu den beiden? Schieß los! Also das 35-28, ich habe eben schon gesagt, was ich von 35 mm 2,8er fest, also was ich von 2,8er Festbrennweiten persönlich halte. Deswegen habe ich es nie wirklich groß ausprobiert oder für mich persönlich in Betracht gezogen und habe da gar keine so große Meinung zu. Wenn man eine kompakte, wirklich richtig kompakte 35er Festbrennweite will, um damit unauffällig, cool mit Autofokus Street oder sowas zu machen, kann es sicherlich eine interessante Option sein, weil es halt auch, glaube ich, echt günstig ist, ne? Was kostet das Also Teil? ganz ehrlich, ich würde es auf jeden Fall den 35-28 Zeiss vorziehen. Es ist optisch auch echt gut. Also es ist in der Mitte scharf, es ist sogar kontrastreicher und schärfer als das 35-14, auch abgeblendet übrigens. Das heißt, wenn man beide auf 2,8 nutzt, ist das 2,8er besser als das 1,4er. Und es kostet 210 Euro. Also ein Das Drittel von dem Zeiss. So, okay. und deswegen ist das Zeiss für mich, es sind beide sind ähnlich groß. Das Samyang verzerrt ein bisschen mehr am Rand, muss man auch sagen, aber die tun sich nicht so wahnsinnig viel in der Bildqualität. Und da würde ich ganz klar sagen, kauft euch das Samyang, weil es ist klein, es ist leicht. Oder überlegt euch das Tamron euch anzuschauen. Das kostet 350 Euro. Müsste die bessere Wahl sein. Also ich habe jetzt nicht direkt miteinander verglichen, aber das Tamron macht schon einen sehr, sehr guten Eindruck. Ne? Also wenn es euch um klein und leicht geht, habt ihr im Prinzip die drei oder vier Optionen. Ihr habt das 35-18 von Sony, ihr habt das 35-28 von Sony, ihr habt das 35-28 von Samyang und das 35-28 von Tamron. Wenn Autofokus wichtig ist. Ja, natürlich. Ne, hab ich jetzt erstmal vorausgesetzt. Wenn es um den Preis geht, kauft das Samyang. Ich würde das Tamron auf jeden Fall anschauen. Oder eben, wenn ihr sagt, die mehr Lichtstärke, das 35-18. Das 2,8er wäre für mich raus in der Rechnung. Also da passt der Preis einfach nicht. Mit 615 Euro, ne, ist echt das Dreifache. Das 1,4er, was hast du damit für 1,4er Erfahrung? kostet 450 Euro, ist ein richtig gutes Objektiv. Was mir aufgefallen ist in meinem Test an der Sony Alpha 7R4 ist, dass die Samyang-Objektive in der Bildmitte ganz gut sind. Die haben beide so einen leichten Gelbstich, wobei das 1,4er einen stärkeren Gelbstich hat. Das ist aber nicht schlimm, das kann man ja in der Nachbearbeitung beheben. Am Bildrand lassen die beide ziemlich nach. Das 35-28 ist dann auch gut. Das 1,4er ist am Rand nicht dolle. Das wird ein bisschen besser, wenn man es abblendet, aber nur ein bisschen. Die Sony sind da gleichmäßiger. Das heißt, vom Bildmitte zum Bildrand bekommst du bei den Original-Sonys da die bessere Qualität. Und da ist der Preisunterschied dann auch nicht so hoch, ne? Das sind 100 Euro Unterschied zum 1,8er. Ich würde da das Sony 1,8er wählen. Und ja, wie gesagt, ich hatte ja noch das Fokusproblem, habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Das Samyang 35-14 hat für mich, also ich glaube, es liegt wirklich am Motor, dass der einfach nicht fein genug arbeitet. Ich hatte damit beim manuell Fokussieren doch größere Sprünge, was dann öfters mal zu unscharfen Bildern geführt hat. Und das war mir einfach aufgefallen. Und deswegen wäre es für mich raus, wenn ihr die Lichtstärke braucht, wenn ihr sagt, das ist mir, der Preis ist mir wichtig, es ist kein schlechtes Objektiv. Also wirklich nicht. Und nochmal, wenn ihr euch jetzt eine eigene Meinung bilden wollt, dann guckt einfach das Video zur 7R4 und den günstigen Objektiven. Da habt ihr die Vergleichsbilder zum Download. Da habt ihr wirklich dann die Bilder vom 35-18, vom 35-14 Sony plus die beiden Samyangs, also 2,8 und 1,4 und noch das Loxia dazu. Und da könnt ihr genau gucken, wie ist das am Rand, wie ist das in der Bildmitte, wie ist es abgeblendet am Bildrand. Also, ich habe wirklich die so sortiert, dass ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt, weil das ist mir immer ganz wichtig. Man kann immer sagen, nee, das ist aber totaler Schrott und das taugt nichts, weil man sich halt an einem Fehler aufhält. Aber so einfach ist es nicht. Wenn ein Objektiv viel günstiger ist oder wenn ein Objektiv eben eine Lichtstärke bietet, die man unbedingt braucht, dann kann es trotzdem in Frage kommen. Und Geld spielt halt auch einfach eine Rolle. Deswegen ist es ja toll, dass wir über so viele verschiedene Optionen sprechen können, die auch
alle ihre Berechtigung haben, ne? Also ich glaube, wir hatten jetzt noch kein Objektiv, bei dem wir gesagt haben, so, nee. Außer vielleicht eben das Es gibt, 28er. sagen wir so, es gibt für Vergleich, aber jedes einen ansonsten. Grund. Also es gibt halt ein Ja. paar Sachen, wo ich sagen würde, da gibt es eine bessere Option oder das würde ich jetzt ausschließen. Aber das hängt dann eher damit zusammen, dass es da eine bessere Option gibt. Und wir haben jetzt hier 13, 14 Objektive in der Liste stehen, ne? Darf man nicht Ja. vergessen. Also das sind halt schon echt viele Optionen. Das sind alles native E-Mount-Objektive, also eine ganze, ganze Menge Zeug. Okay, sollen wir noch mal nach den Fragen gucken? Dann gucke ich jetzt auch mal. Ja, wir Also haben ja nicht wundern, noch, warum ich jetzt gerade nicht ja, in die noch eine Kamera ganz gucke. konkrete Frage. Wie schaut es aus mit dem 3518 gegenüber, also dem Sony, den Ja? 3518 gegenüber dem Sony Zeiss 3514 mit der Schärfe außerhalb der Bildmitte bis in die Ecken? 1,8er ist besser. Wunderbar. Auch Kurz und abgeblendet übrigens. prägnant. Ist wirklich so. Und ich habe es vorhin einmal schon kurz erzählt. Wenn ich heute entscheiden müsste, welches Sony würde ich kaufen, ich würde mir nicht mehr das 1,4er kaufen. Ich würde mir das 1,8er kaufen. Einfach weil es kleiner und leichter ist und die Lichtstärke auch gut und die Freistellung auch gut. Das 1,4er ist ein Tick besser vom Look. Ne? Also dadurch, dass es einfach ein bisschen mehr Unschärfe hat und ich finde den Look wirklich besser. Also auch abgeblendet ist es ein bisschen schöner im Hintergrund. Es ist aber fast dreimal so schwer und es ist fast dreimal so teuer. Das andere ist klein und leicht. So, das 3518 ist so groß wie das 5518 von der Größe. Die kann man schwer auseinanderhalten. Und deswegen würde ich sagen, das 1,8er wäre meine Wahl. Heute. Das, Ich verkaufe es ja. nicht, weil ich habe das 1,4er. Ne? Also. Genau. Dann hätten wir noch, können wir ganz kurz schauen, wo erfährt man, welcher Autofokusmotor in den Zeiss-Objektiven steckt? Ich glaube, da können wir jetzt ganz schnell was zum 3514 Sony Zeiss sagen, weil da wird Und ja zum 2,8er dezidiert auch. damit beworben. Das 28er, was kannst du darüber Da sagen? ist ein Linearmotor drin. Okay, aber es ist kein DDSSM. Nee, muss es auch nicht sein. Und ich kann den Unterschied vielleicht mal gerade erklären. Es gibt im Prinzip bei Sony inzwischen fünf verschiedene Motoren in E-Mount-Objektiven. Es gibt genau genommen noch ein paar bisschen mehr, aber in E-Mount gibt es fünf. Es gibt den Mikromotor. Der ist relativ laut, nicht ganz so schnell und sehr, sehr günstig. Den gibt es auch in Spiegelreflexobjektiven und der ist zum Beispiel im 50 mm 1,8. Es gibt eine bessere Variante und zwar ein Linearmotor. Und ein Linearmotor hat den Riesenvorteil, er hat kein Getriebe. Das heißt, er schiebt in die Richtung, in die er nachher auch die Linse bewegt. Das heißt, es gibt keine Kupplung, es gibt kein Getriebe, es gibt keine beweglichen Teile und diese Objektive arbeiten geräusch- und berührungsfrei. Das heißt, es gibt keinen Widerstand. Der Nachteil bei einem Linearmotor ist, dass der nur sehr kleine Massen bewegen kann. Das heißt, so eine Linse darf, ich weiß nicht, ob das der aktuelle Stand noch ist, aber damals, als ich das nachgeguckt habe, war das so, dass die Linearmotoren 4 bis 6 Gramm maximal bewegen konnten. Das heißt, die Linse, die du verschiebst, darf 6 Gramm wiegen. Jetzt kannst du dir Eine vorstellen, wenn du ein Rechenaufgabe. lichtstarkes Objektiv mit einer großen Glasfläche hast, wie viele Objektive oder wie viele Rechnungen da in Frage kommen. Dann musst du ja deinen Motor ganz hinten platzieren, die kleinste Linse nehmen und die hin und her schieben. Und das ist ein großes Ding. Deswegen haben auch viele Hersteller mehrere Motoren eingebaut, um eben ja, das besser zu nutzen. Mein Beispiel ist immer das 90 mm Makro von Fuji. Das hat vier Linearmotoren. Ja, das ist eine relativ lange Brennweite, das heißt große Glaslinsen und ein Motor kann diese Linse nicht bewegen. Da haben sie vier Stück eingebaut, die das gleichzeitig schieben. Das geht, ist aber natürlich technisch viel aufwendiger, braucht mehr Platz und so weiter. Jetzt hat Sony dann, und das ist wirklich eine einzigartige Geschichte, den DDSSM entwickelt. Das ist jetzt 6 Jahre her oder 5 Jahre her, ich müsste jetzt genau nachschauen. DDSSM ist die Mischung aus einem Ultraschallmotor und dem Linearmotor. Das heißt, er arbeitet wie ein Linearmotor, kann aber mittelschwere Massen bewegen, ist extrem schnell. Also der kann wirklich extrem schnell hin und her fahren und auch extrem genau. Und der ist in dem 3518, also wenn da irgendwo in dem Prospekt oder auf der Seite DDSSM steht, heißt es für euch schneller Fokus. Der ist zum Beispiel auch im 100-400 hier hinten, ja? Da ist auch ein DDSSM drin. Deswegen ist das hier auch schneller als das 70-200-28. Weil im 70-200-28, und das ist bitte nicht falsch verstehen, ein schnelles Objektiv, da ist ein Ring-Ultraschallmotor drin. Weil ganz schwere Massen kann auch der DDSSM nicht bewegen. Der kann mittelschwere Massen bewegen. Und ganz neu
gibt es dann den XD-Linear-Motor. Der kam mit dem 400er und 600 mm Festbrennweiten raus, also mit den ganz teuren Objektiven. Und der ist auch im 135er. Und dieser der XD-Linear-Motor, der kann schwere Massen schnell bewegen, auch linear. Und das ist der Grund, warum das Objektiv zum Beispiel so bombenschnell ist. Oder das 16-55-2.8 für APS-C oder das 70-350 für APS-C. Da sind die neuen Motoren drin, die eignen sich super auch für Sport. Ja? Kurze Quizfrage, Lachs, Ja. nur damit du es nochmal in die Kamera hältst. Welches Objektiv hat vier XD-Linearmotoren? Das ganz Neue natürlich, das habe ich gesehen, ich habe aber den Aufbau noch nicht gesehen. Also das 1224 gelesen habe ich es, aber ich habe den technischen Aufbau noch nicht gesehen, die technische Zeichnung nur ganz grob. Machen wir morgen. Nächste Quizfrage: Wie viele Linearmotoren brauchst du, um ein Sigma 40 mm 1,4 zu bewegen? Ich habe keine Ahnung, aber da ist kein Linearmotor drin. Nee, das ganze Objektiv. Du hast eben Ach, das gesagt, ganze 6 Objektiv. Gramm pro Motor. Müsste ich jetzt rechnen? Warte, Taschenrechner an. Nein, Quatsch. Da ist ein Über anderer Motor 200, verbaut. ne? Und das 8518, wo habe ich denn hingestellt? Hier vorne steht es noch. Ne? Das ist ja eins der langsamsten E-Mount-Objektive. Was einfach daran liegt, ihr habt den Linsenquerschnitt gerade gesehen, dass die Fokusgruppe hier drin von dem. Warte, na, ich habe ja alles da. Ne? Ist ja schön, dass ich, was sich so alles ansammelt über die Jahre. Da. Ich zeige es euch jetzt mit der komischen Plexiglasscheibe. Die ist nicht sauber, aber egal. Die Fokusgruppe, die ist einfach über 100 Gramm schwer. Und damals, als das auf den Markt kam, gab es keinen Motor, der das bewegen konnte. Und deswegen hat Sony sich da bei dem Objektiv entschlossen, einen Ring-Ultraschallmotor zu verwenden. Deswegen kann man den auch hören im Vergleich zu den anderen. Deswegen ist der auch langsamer. Bitte nicht falsch verstehen, der ist immer noch schnell im Vergleich zu den Spiegelreflexmotoren, aber er ist nicht der schnellste. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem 135 1.8, das ist eine echte Bombe mit dem XD-Linear. Das ist eine ganz andere Liga. Und mit dem hier würde ich sagen, mit dem 135er kann man Sport fotografieren, mit dem 85er geht es nicht. Für Porträts reicht es, dafür ist es ja auch gebaut. Aber bei Sport würde ich da Abstriche machen. Ihr merkt schon, über wie viel Kram wir sprechen können, wenn es um Objektive geht, ja? Und deswegen machen wir das Ganze ja auch, damit ihr so ein bisschen die Option habt zu entscheiden, was ist für euch das Beste, was davon braucht ihr, was macht vielleicht für euch Sinn und was macht für euch keinen Sinn. Hier gab es noch gerade die Frage: Denkst du, Ja. dass es ein Samyang 3518F geben wird? Ich meine, wir haben ja ein Samyang 4518F, von dem ich auch immer wieder ganz Ja, das gute ist Sachen auch ein höre. ganz neues. Das habe ich allerdings nicht hier reingepackt, weil das mir eher zu den 50 mm gehört. Also Genau, 45 gehört genau. für mich eher zu 50 und 40 gehört für mich eher zu 35. Aber das war jetzt halt meine persönliche Aufteilung. Aber gehst du davon aus, dass die da noch mal was nach unten bringen? Ein Du, 1,8er? Samyang bringt immer ganz, ganz viele Sachen. Und die haben jetzt einen 75er gebracht, was echt gut ist. Und da muss man auch sagen, Samyang ist einer von den Herstellern, die sich massiv entwickeln. Ja? Wenn ich an die ersten Optiken denke, die waren optisch wirklich kritisch. Da musste man dann wirklich 3, 4, 5 kaufen, um ein gutes zu erwischen. Inzwischen ist die Qualitätskontrolle viel, viel besser. Die sind optisch ganz gut. Am Anfang war es mit den Autofokusmotoren so lala. Mit den neueren Objektiven sind auch die Fokusmotoren deutlich besser geworden. Also das ist eine echte Alternative, wenn es um kleines Geld geht. Ja, muss man auch fairerweise sagen. Und im Endeffekt sind das die beiden, macht Samyang gerade das, was Sigma und Tamron früher gemacht haben. Ne? Mit einer niedrigeren Qualität, aber einem viel günstigeren Preis einsteigen und sich dann so lang nach und nach nach oben arbeiten. Und Sigma und Tamron haben da halt einen super Job gemacht in den letzten Jahren. Die sind qualitativ auf Augenhöhe, ne? Mit den Originalobjektiven. Machen wir noch ein bisschen Housekeeping. Bis wie viel Uhr ist der Livestream geplant? Ich gehe mal davon aus, davon ist der morgige, ist damit gemeint. Der Passt heute, zeitlich der wird ungefähr. wahrscheinlich in so ungefähr einer Viertelstunde vorbei sein. Ich würde jetzt gerne die Fragen noch durchgehen, noch ein bisschen verabschieden. Und Und der morgen wird morgen? es wahrscheinlich auch ungefähr eine Stunde gehen. Vielleicht auch nur 45 Minuten, weil wir dann über ein Objektiv sprechen und nicht über eine ganze Serie. Das kann ich noch nicht sagen. Das hängt ja so ein bisschen davon ab, wie viele Fragen ihr stellt. Also nutzt da morgen die Möglichkeit. Ihr dürft übrigens auch gerne heute schon kommentieren, ne? Also ihr habt die Möglichkeit, auch in den Chat zu schreiben und Co. Sobald er offen ist. Und zeige ich euch einmal kurz. Wartet, ich nehme euch einmal mit auf die Community-Seite. Ich muss nur einmal umblättern. So. Was ist denn hier oben aufgegangen? Ach, Befehle. So. Kanal. Da haben wir den Kanal. Ich blende einmal kurz auf meinen Rechner um.
Den Merlin muss ich einmal kurz aus dem Bild nehmen, sonst sieht man es nicht. Nein. Ja, nur ganz kurz, Merlin. Du kommst auch gleich wieder rein. So, wenn ihr hier auf Community klickt, da findet ihr dann schon meine Anfrage. Da seht ihr übrigens auch noch ein zweites Bild, was ich mit dem neuen Objektiv gemacht habe. Das hier ist das, was alle sehen können. Und da könnt ihr schon drunter kommentieren. Ja, da geht es um das neue Objektiv. Da schreibt ihr eure Kommentare drunter und dann werde ich die morgen natürlich auch beantworten. Hat einfach für mich den Vorteil, dass ich ein bisschen vorbereiten kann und vielleicht schon ein paar Sachen ausprobieren kann noch. Und das Zweite, was es hier gibt, ist die Mitgliedschaft. Habt ihr hier oben vielleicht gesehen. Man kann, wenn man uns unterstützen möchte, dazu möchte ich euch natürlich auch alle aufrufen, auch ein bisschen was spenden. Das geht hier über dieses Mitglied werden. Und das soll jetzt aber auch an Werbung schon gewesen sein. Ich blende den Merlin wieder ein und auch mich wieder ein. Könnt ihr euch ja einfach mal angucken, wenn ihr Bock habt und das gut findet, was wir machen. Dann würde ich mich da sehr drüber freuen und so ein bisschen Anerkennung. Weil wir machen jetzt hier jeden Dienstag jetzt seit, ich glaube, 9 Wochen Livestream, morgen noch einen zusätzlich, davor den Samstag noch einen zusätzlich. Und wenn ihr jemanden euch wünscht als Gast für den Livestream, dann schreibt mir das gerne auch in die Kommentare. Und wenn ihr euch Themen wünscht, dann schreibt mir das gerne auch rein. Ich habe schon ein paar Ideen. Also ich habe vorhin zum Beispiel mit dem Philipp telefoniert, der für Capture One unterwegs ist. Und wenn euch das Thema Bildbearbeitung interessiert, wir überlegen gerade, wie wir zusammen einen Livestream machen können. Und ich habe auch seit vorhin eine Idee und wenn Philipp zuhört, schöne Grüße. Er war auf jeden Fall eben im Chat. Ah, der war eben schon im Chat. Ja, sehr gut. Dann hoffe ich, hat er das noch gehört. Dann war es zu spät. Ich habe übrigens eine Idee, was wir zusammen machen, Philipp. Was geht, fragt, wie kann mir jemand erklären, wie ich diesen komischen Brennweiten in Winkel umrechnen kann? Ja, das hängt ja noch ein bisschen von der Sensorgröße ab, die du bespielen musst. Brennweite ist halt eine physikalische Größe und ich finde es auch kritisch, dass man eigentlich nicht Bildwinkel angibt, weil dann könnte man es besser miteinander vergleichen. Hat sich aber in der Fotografie leider so eingebürgert. Guck mal, da findest du einen Brennweitenrechner, da kannst du das genau finden. Ich wollte eben noch ganz kurz die Frage zu Ende bringen, hast du auch das Sigma 14-24-28 beim Vergleich morgen dabei? Leider nein, das besitze ich selber nicht. Ich bin ja nicht so der Weitwinkeltyp. Ich habe das nicht organisieren können und nicht nachgefragt, weil ich habe hier 3 andere Objektive, die ich testen muss und ich muss nebenbei noch ein bisschen was arbeiten, auch wenn man es nicht glaubt. Ich würde gerne den ganzen Tag nur mit Objektiven spielen und Fotos machen, aber das klappt leider nicht immer. Ja, also von daher, ich habe das 12-24 Blende 4 und das 16-35 und das 24-70. Und den Vergleich muss ich morgen auch noch machen zwischen den Objektiven. Einzelne Fotos habe ich gemacht, da war ich den ganzen Tag mit unterwegs und habe schon ein paar Sachen geschossen, aber ich habe noch nicht alles gemacht. Ich mochte das eine Bild, das eine Architekturbild sehr gerne von dir, wo du, es war auch ein Schuss hoch, wo links und rechts noch so ein bisschen Farbe drin war in der Front. Ich kann den Ordner gleich mal aufmachen, dann guck ich noch mal rein, aber eigentlich wollte ich das ja auch erst morgen zeigen. Aber zeigen sie auch morgen dann, ne? Ich wollte es jetzt nur schon mal anteasen, dass ihr denkt so, oh, was ist denn das jetzt für eine ominös schlechte Bildbeschreibung? Das interessiert mich jetzt aber, wie das Bild tatsächlich aussieht. Lass deinen Kollegen doch mal zu Wort kommen. Ja, sorry, mein Redefluss ist heute etwas ungebremst. Entschuldigung dafür. Ich kenne das ja schon von dir. So, meistens kommt ja auch was Gutes bei rum. Ich hoffe. Was gibt es noch? Eine Webseite, wo es gebrauchtes Equipment gibt. Ja, wie gesagt, gebraucht ist immer ein bisschen schwierig. Nee, Vitell-Werbung ist es nicht. Ich habe immer unterschiedliches Wasser, aber hier oben ist es echt warm, weil ich bin unterm Dach. Und damit ihr den Merlin nicht doppelt hört, habe ich alle Fenster zugemacht. Das heißt, im Moment ist es echt warm und deswegen muss ich zwischendurch immer ein bisschen Wasser trinken. Ich rede nämlich so laut, dass das von Berlin aus bis nach Köln schallt. Deswegen muss der Lachs immer die Fenster zumachen. Nee, ich müsste sonst einen Kopf... Also, ich kann es ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ne? Ihr seht hier vorne mein Mikrofon. Moment, da seht ihr das Mikrofon. Da. Und neben hier, unter der Kamera, in die ich jetzt gucke, hängt ein Fernseher. Und ich könnte jetzt einen Kopfhörer aufziehen und die ganze Zeit mit Kopfhörer rumrennen. Finde ich aber irgendwie doof. Deswegen habe ich den Ton vom Fernseher so leise gemacht, dass das Mikrofon den Ton nicht aufnimmt. Also ich kann mit dem Merlin sprechen, ohne Kopfhörer. Und deswegen muss ich aber das Fenster zumachen. Kopfhörer sind auch total blöd. Ja. So, was haben wir noch? Es wurde gefragt, mit welchem Objektiven wir gerade filmen. Also ich kann das
ganz einfach beantworten. Ich filme mit einem fantastischen, ich schätze mal, 0,6 mm Lichtstärke, ja, vielleicht eine 2.0, das hier oben in so meinem Laptop drin ist. Aber das hat eine ganz coole Sache. Das hat nämlich so eine seitlich einfahrbare Blende. Eine Safety-Geschichte. Ja, ja. Ja, bei mir ist das ganz einfach. Ich habe hier den Wischer. Ich könnte euch einfach auf schwarz schalten. Ja, dann seht ihr nichts mehr. Guck, so, zack. Ja, dann seht ihr nur noch den Merlin. Jetzt schalte ich wieder um auf mich. So. Ich habe hier vorne eine Alpha 6400 und einen 21 mm. Das ist Loxia aktuell dran. Weil ich hier in dem Fall möchte, dass ihr von hier bis an die Wand alles scharf seht, ist das auch ein bisschen abgeblendet. Und das sorgt aber dafür, dass ich extrem große Hände habe, wenn ich die nach vorne strecke. Ja, bin ich auch aus dem Licht raus, wie ihr sehen könnt. Und das zweite Objektiv, was ich hier habe, das ist das 50 mm 1.8. Und zwar die ganz günstige, die alte silberne Variante, auch an der Alpha 6400. Und das funktioniert doch ganz gut. Ja. Hier muss ich immer ein bisschen aufpassen, weil hier neben hängt ein Licht. Ja, ich gehe mal noch näher ran, dann könnt ihr das sehen, beziehungsweise ich schiebe es mal ins Bild. Da kommt die weiße Ecke beim Merlin oben. Das ist jetzt das Licht. Deswegen seht ihr, wenn ich das Objektiv zu nah an die Kamera halte, also wenn ich jetzt hier so nah hingehe, dann seht ihr das Objektiv nur noch knapp. Oh, ich muss mal schauen. Ja. Okay, ich hoffe, damit ist erklärt, mit welchen Objektiven wir arbeiten. Du sollst mal einen Stream über Gimbals an der A7er-Reihe machen. Auch das können wir uns mal überlegen, ja, ist eine gute Idee. Wobei, es gibt ja nicht so viele Gimbals. Ne? Also natürlich gibt es 1000 verschiedene Modelle, aber die machen eigentlich alle das Gleiche. Und es gibt den Feijutech, es gibt den Webill und die DJI-Sachen. Wobei ich persönlich immer zu den DJI-Sachen greifen möchte oder würde, weil sie einfach die weiteste Verbreitung haben und softwaretechnisch meiner Erfahrung nach am besten funktionieren. Also die geben am wenigsten Komplikationen. Und da gibt es den Ronin S und den Ronin SC als kleine, leichte Variante. Und damit ist eigentlich alles erklärt. Also praktische Anwendungen könnten wir mal zeigen, aber das können wir hier im Studio so schwer machen. Ne? Da wäre es sinnvoller, das auf dem Workshop vielleicht mal zu machen oder mal zu überlegen, wie wir das in der Praxis umsetzen. Ich habe zum Thema Gimbals exakt so viel zu sagen. Okay, ja, meiner steht da unten in der Ecke. Aber da muss ich mir halt einen anderen Gast einladen. Ne? Dann darfst du gerne dazukommen, aber dann müssen wir jemanden gucken, uns ausgucken, der das macht. Aber es ist vielleicht eine gute Idee, den Kollegen von DJI mal mit einzuladen, der auf den Alpha Days war. Der war echt nett. Hast du den Kontakt oder soll ich ihn mal fragen? Ich weiß seinen Namen leider gerade nicht. Er fällt mir bestimmt wieder ein, aber... Ja, ich kann ihn gerne mal anschreiben. Ja, mach mal. Gut. Cool. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Haben wir alle Fragen beantwortet? Heute waren es nicht ganz so viele Fragen. Ich glaube, es liegt ein bisschen auch am Wetter oder an der Ferienzeit. Hoffe ich zumindest. Und es liegt daran, dass wir einfach so unfassbar genial und proaktiv alle Details einfach rausgeknallt haben. Ja. Bin ich ja von dir nicht anders gewohnt. Ja. Nee, wie gesagt, wir werden morgen den Livestream haben zum neuen Objektiv und am nächsten Dienstag auch wieder einen. Da habe ich aber mit dem Stefan noch nicht besprochen, über was wir sprechen. Aber es stehen ja noch Weitwinkel-Festbrennweiten auf unserer Liste. Das heißt einmal Weitwinkel bis 22 mm und einmal unter 22 mm Festbrennweiten haben wir noch in der Liste stehen. Habe ich gerade geguckt. Also wenn euch das interessiert, dann empfehlt uns weiter, lasst auf jeden Fall einen Daumen da und vor allem, das wäre für mich ganz wichtig, teilt bitte unbedingt unsere Livestreams, weil wir wollen natürlich, dass möglichst viele Leute zuschauen und ich gucke mal gerade, wie es aktuell der Stand ist. Jetzt haben wir noch 95 Zuschauer, vorhin habe ich mal 140 kurz gesehen. Ich habe es aber nicht die ganze Zeit verfolgt, weil wie gesagt, da fehlt mir immer so ein bisschen die Übersicht, wenn ich hier so viel erzähle. Gut. Wenn keine Fragen mehr da sind, dann würde ich sagen, von meiner Seite, vielen Dank, Merlin, dass du heute so schnell eingesprungen bist. Es hat mir richtig viel Spaß mit dir gemacht. Und an euch alle sage ich ciao. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Vergesst das Liken nicht. Guckt euch die Mitgliedschaft im Kanal an. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich lese wirklich alles. Und das letzte Wort, das überlasse ich dir, Merlin. Ja, da bin ich jetzt aber überrumpelt. Klar. Nein, ich kann das nur zurückgeben. Hat mir einen riesen Spaß gemacht und bei den unter 35 mm bin ich auch gerne wieder mit dabei. Da habe ich sicherlich auch noch die ein oder andere Story zu erzählen. Und ansonsten, ja, schaltet morgen ein, dann sehen wir uns wieder. Ich habe riesig Bock auf das neue Objektiv, da mal ein bisschen was drüber zu quatschen.
vielleicht ein paar Details in die Welt zu streuen, die vielleicht noch nicht so ganz bekannt sind. Und mal schauen, was sich so ergibt. Ciao. Stream ist beendet.